Hallo und herzlich willkommen bei der D-Schule. Heute widme ich mich dem Hochprozentigen, den Obstbränden. Der klassische Zuckerkirsch wird, wie es der Name schon sagt, aus Zuckerkirschen gebrannt. Dazu bin ich hierhin zum Familienbetrieb Etter Söhne AG in Zug gekommen. Das Familienunternehmen wurde 1870 gegründet und ist heute bereits in der vierten Generation. Nehmt euch auch Wunder, wie aus diesen Kirschen dieser Kirsch entsteht? Kommt mit! Die Kirschen werden in solchen Plastikbehältern bei den Bauern abgeholt. Hier werden sie anschließend gewogen, der Fruchtzucker wird gemessen und sie werden in diesen Gärbehälter gekippt. Diese Bewegung sieht einem Bodybuilding-Training ähnlich. Es ist also kein Zuckerschlecken. In diesen riesengroßen Gärkanistern sind nun die Kirschen. Hier wird Hefe beigemischt und der Gärprozess kann starten. Danach kommt der gesamte Inhalt in die Brennblase. Jetzt kann das Destillieren beginnen. Hier wird das Gärgut aufgekocht und verdampft. Zum Schluss des Gärprozesses wird der Dampf wieder flüssig. Aus 350 Kilogramm Kirschen entstehen nur 8 Liter reiner, edelster Zuckerkirsch mit 80 Volumenprozent. Der Brennmeister degustiert nun das gute Wässerchen. Gerne möchte ich betonen, betrunken ist er nie, höchstens überarbeitet. Verwendet wird nur der Mittellauf. Das Beste, das Herzstück. Denn Kirsch ist nicht gleich Kirsch. Etter ist better. Mit enthärtetem Wasser wird nun der Kirsch auf ca. 41 Volumenprozent herabgesetzt. Und fertig ist unser Zuckerkirsch. Übrigens, wusstet ihr, dass der Kirsch am besten reift, wenn er gestresst wird? Man muss ihn nicht anschreien oder nerven. Man stresst ihn mit starken Temperaturschwankungen. Er liebt es einmal warm und dann wieder kalt zu haben. Naja, ich bin froh, dass ich kein Kirsch bin. Ich mag es immer schön warm. Wenn ich also eine Frucht wäre, dann eine Orange, die im Süden am Meer wächst.